Frau Präsidentin, werte Kollegen! Also ich finde es ehrlich gesagt unerträglich, wie sich die Ampel hier heute selbst lobt. Wofür denn eigentlich? Für das Herumpfuschen an den Symptomen einer Krankheit, die Sie doch selbst mit Ihrer Politik erst herbeigeführt haben, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch ein Wort sagen zu dem hier ja mitdebattierten Vorschlag, eine Energiepauschale für Studenten auszuzahlen. Das ist in der Tat auch notwendig, denn mehr als ein Drittel der Studenten sind armutsgefährdet. Viele haben die Temperaturen in ihren Wohnungen herabgesenkt auf 16 Grad im Durchschnitt. Und da finde ich es schon ehrlich gesagt zynisch, wenn eine Abgeordnete der Grünen auf Twitter sich beklagt, dass es hier im Bundestag doch zu kalt sei und sie müsse einen Schal anziehen und heißen Tee trinken. Meine Damen und Herren, wenn einer kein Recht hat, sich über Temperaturen zu beklagen, dann sind es die Grünen. Und vielleicht auch noch ein Wort zu den Anträgen der Union. Also, liebe Kollegen, das ist ja schon ein kleines Kuckucksei, was Sie hier der Ampel ins Nest legen wollen. Sie schlagen vor, dass das Bundesministerium und jetzt weniger die Länder dafür zuständig sein sollten, die 200 Euro möglichst schnell auszuzahlen. Glauben Sie das eigentlich im Ernst, dass das Bundesministerium hinbekommt in der notwendigen Zeit? Ich erinnere nur mal daran, wie lange wir auf den Digitalpakt gewartet haben. 2019 beschlossen, und immer noch warten viele Schulen darauf, dass die simpelsten Einrichtungen wie ein Breitbandanschluss oder funktionierende Laptops ankommen. Auch da schon hat der Bund versagt. Der Bund versagt in zentralen Dingen. Deshalb wäre es wesentlich besser und zielführender, Sie würden für eine vernünftige Politik sorgen, die Energie bezahlbar macht, und überlassen ansonsten denen etwas, die was davon verstehen, nämlich den Ländern vor Ort. Die können die Probleme an den Schulen selbst dann viel besser beheben. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die Bundesregierung, die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger.